Ja, hallo YouTube-Freunde. Ich habe heute mal vor, mal was zu backen. Ja, habe hier eine wunderschöne Gugelhupfform. Ja, ziemlich schmodrig, ziemlich verdreckt, was man so alles im Keller so findet. Tja, eben mit der möchte ich mal backen. Tja. Nur leider ist mir aus dem Sinn gekommen das Rezept für Marmorkuchen. Marmorkuchen. Das ist mein Lieblingskuchen, ich esse ihn am liebsten und jetzt habe ich das Rezept vergessen davon. Tja, eben, da braucht man eben Plan B. Dann, wie das so geht bei mir, der Plan B zum Marmorkuchen. Ja, das sieht er dann gleich. Dann bleibt dran, bis gleich. So, jetzt muss man erst einmal hier diese wunderschöne Gugelhupf-Backform ein bisschen einschmieren, wenn einfetten. Ja, ich mache das hier immer mit so einem schönen Lumpen mit wunderschönen Maschinenöl dran. Das einfach so klebt einfach am wenigsten von dem Teig fest und lässt sich am besten einfach wieder lösen. Ganz normales Maschinenöl kräftig einschmieren. So bleibt dann wirklich nichts kleben. Und ja, jetzt glänzt es wunderschön, wie ihr das sehen könnt. Und so muss es auch sein. Dann sehen wir uns im nächsten Schritt. So, dann geht es weiter hier im nächsten Schritt, nämlich den Teig. Ich benutze sehr gerne Fertigteigmischungen. Ja, habe ich mir jetzt mal hier geholt im Eimer. Und ich rühre am liebsten mit einer Kelle um. Auch nur mit Wasser auflösen und schon ist alles fix und fertig. Ich benutze auch immer nur Regenwasser, um den Teig zu machen. Da muss man ein bisschen aufpassen beim Vermengen, dass man nicht zu viel Wasser zutut. Das ist nicht zu wenig, dann stäubt es nämlich wie die Hölle. Dass also die Konsistenz von dem Teig auf jeden Fall stimmt. Jetzt wieder ein bisschen Wasser dazu und so lang macht man das, bis hier der ganze Eimer eine wunderschöne Konsistenz hat, der Teig richtig schön, der Teig auch richtig schön fließen kann. Ne? Ja, dann bleibt einfach dran und verfolgt es weiter. Ich melde mich dann gleich nochmal bei euch. Ja, also, mein Fertigteig ist mal soweit. Seht ihr? Wunderschön geworden, der Fertigteig. Schaut mal gut aus, ne? Jetzt ist eigentlich Zeit, dass wir den in die Gugelhupfform hineinbekommen. Hier hin. Jetzt dahin. Und dann tut man den Teig einfach einfüllen. Also aufpassen, dass man keine Sauerei macht, ne? Und nicht so großartig umeinander schmiert. Das ist immer so ein Vorteil, dass man sauber arbeitet, wenn man mit Teig arbeitet. Wenn man sauber arbeitet hier. Ja, fast so schön wie in der Weihnachtsbäckerei heute. Na gut, dann sind es keine Plätzchen. Aber wie man daraus Plätzchen backt, das kann ich euch auch noch bei Gelegenheit mal zeigen. Ist gar nicht so schwer. Das kann ich euch alles mal bei Gelegenheit zeigen. Ja, sieht man schon, die Gugelhupfform füllt sich langsam. Ja, es ist ein brachiales Küchenmittel. Meine Freundin arbeitet damit in der Küche. Das mache nur ich und das auch nur im Sommer, wenn ich draußen auf der Terrasse backe. Aber ja, eben wie gesagt, es wird nur im Sommer eingesetzt, das Küchenwerkzeug hier. Also hier schön einfüllend, das ist auch wirklich sehr gut. Das ist alles wirklich schön gleichmäßig gefüllt ist. Und dann ist das gut hier
So, was nun wichtig ist, ist dieses hier. Dass sich die Luftblasen aus dem Teig lösen und nach oben kommen. Da sieht man auch gleich, dass also alles in allen auch etwas absinkt. Und nun bleibt uns nur noch Zeit zum Warten. Und ach ja, das Schönste ist bei diesem Teig, man braucht ihn nicht mal backen. Es ist einfach schon fix und fertig. Es sind jetzt 12 Stunden vergangen und eben meine Kuchenhubform werde ich nun mal öffnen. Ne? Ja, dann gucken wir mal, ob der Kuchen gut geworden ist. Ne? Schauen wir mal, ob das überhaupt so geht, wie ich mir das vorstelle. Oh, das geht besser, als ich sogar dachte. Mhm. Okay, einmal, das brauchen wir erstmal nicht mehr und jetzt wird der Kuchen halt mal gewendet. So, oh, da habe ich gesaut, aber frag nicht, wie ich da gesaut habe. Jetzt besteht die Kunst, den Kuchen hier rauszukriegen, aus den ganzen Dingen hinauszukriegen und ich glaube, da muss ich nachhelfen. Mit dem Gummihammer, wo die Sache ausschaut. Ja, also, ihr merkt sicherlich schon, es ist eine schwierigere Sache hier, den Kuchen aus der Backform rauszukriegen. Also, naja, gut. Tja, eben, muss ich halt hier probieren, dass ich es dann auch irgendwie rauskriege. Und, aber ich krieg's sicherlich raus. Keine Sorge, Leute, keine Bange. Man kann auch gleich Kuchen essen. Ne? Ja, ich hab ihn. So. Und nun ist er fertig. Unser Marmorkuchen. So, und nun Spaß beiseite. Ihr habt sicherlich gemerkt, es handelt sich hier nicht um Marmorkuchen. Nein, es handelt sich hier um Betonkuchen. Ja, eben. Ein kleines lustiges Video mal von mir, was man mit so alten Google-Hub-Formen auch machen kann. Außer backen. Man kann eben auch so Sachen machen, wie eben ein Betonkuchen. Der ist jetzt nicht gedacht. Ich meine, okay, man müsste schon verdammt gesunde Zähne haben, um den zu essen. Der ist gedacht, um sich in den Garten zu stellen, dekorieren und so. Das kann man damit machen, aber ja, wer den isst, also muss ich schon sagen, der muss stabile Zähne haben. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt es mir einen Daumen nach oben. Schreibt mir was Nettes in die Kommentare und lasst mir ein Abo da. Bis dann wieder. Ciao, ciao.